Ich durchwandelte die Täler und Wüsten, die Felsen Gorgoroths, die Felder von Nurn. Ich ließ Teile meiner selbst zurück. Ich brauchte es. Übernehmt den Oberherrn. Konzentriert euch auf die Schildträger. Zerkonzentriert euch. Feste überhaupt? Es sieht nämlich nicht so aus. Geben wir alles, Jungs! Seht ihr das? Lass ihn um! Ich kenne ihn! Lass jetzt zu! Ich dachte! Du bist ein Verbrecher!
dickes Zeug. Vielleicht suche ich mir ein Schwert aus. Ich könnte es als Zahnstocher gebrauchen. Das kannst du später machen. Zuerst nehmen wir die Festung ein. Ah, sicher, Herr. Ich werde uns den Weg freinagen. Noch ein Vorstoß! Lass sie da kommen! Töte den Verteidiger! Töten! Der weiße Baum. Ein Symbol Gondors. Deine Nation wird bald mehr als Symbole brauchen, um sie anzuspornen. Dieses Festungen erobernes Spitze. Sobald dir eine gehört, brauchst du einen neuen Oberherrn. Ich stehe zur Verfügung. Was habe ich da nur losgetreten? Sein Potenzial ist beinahe unbegrenzt. Claro, ich mock's den Oberherrn für dich ab. Der Tod des Oberherrn ist eine Nachricht an den Rest der Region. Diese Nachricht kommt von mir. Claro. Diese Feste gehört nun dem hellen Herrscher! In diesem Ding versteht man ja kein Wort! Ich wusste doch, die Stimme kommt mir bekannt vor! Redback? Es gibt so viel zu erzählen, womit soll ich nur anfangen? Wie wär's mit deinem Tod? Was? Du meinst die Sache mit dem Hammer? Das hat nur ein bisschen gekitzelt. Wer einen Uruk töten will, muss ihm den Kopf abschlagen. Klappt wirklich jedes Mal. Naja, zumindest meistens. Was weiß ich, ich war mir da nie ganz sicher. Oh, ich bin ziemlich sicher, es klappt immer. Ich werd's dir demonstrieren. Bruce. Willkommen. Der Mensch ist ein Freund. Der Uruk, nicht wirklich. Pass auf, dass er nichts anstellt wie, naja, mich töten. Wie bist du hier gelandet? Ich wurde von diesen Sklaventreibern gefangen genommen. Naja, nicht nur Sklaventreiber, zwei Kannibalen, eine Kommand, feine Kerle. Sie fingen diesen Uruk. Oh, ihm ging es echt dreckig. Wir waren Zellengenossen, bis ich uns befreit habe. Der Uruk rennt raus, Arme fliegen durch die Luft. Und seitdem sind wir die besten Freunde. Muranam Kirinduk Rachanuk. Oh, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Ich wollte Ihnen von der Festung erzählen. Danke. Ist eine lange Geschichte. Waldläufer tötet Oberherrn, Festung gehört uns. Waldläufer? Oh, ja, hab ihn nach dir benannt. Welche Ehre. Na, es war nett, mit euch zu plaudern. Doch der helle Herrscher und ich wollten euch nur sagen, dass die Festung jetzt uns gehört. Heller Herrscher! Tja, du kannst sie haben, heller Herrscher. Ich und Waldläufer sind durch mit dem Oberherrn-Ding. Die reinste Qual. Muss deine Gefolgsmänner immer füttern, muss deine Gefolgsmänner immer trainieren, aufpassen, dass sie dich nicht töten. Na, ist doch nichts als Ärger. Du musst dich nicht länger plagen, denn jetzt bin ich Oberherr. Nein. Nein, nicht du. Alle, nur nicht du. Was immer du brauchst, Waldläufer, ich und Waldläufer sind für dich da.
Moment, Waldläufer, etwas verwirrend. Aber eins ist sicher, Bruce wird nicht der Oberherr. Supakin. Für die zwei arbeite ich auf keinen Fall, so viel steht fest. Das ist uns nur recht, wir können gerade auch keine Schwachköpfe gebrauchen. Ignoriere diese brabbelnden Narren. Sie könnten uns nützen, doch wir müssen unseren Oberherrn mit Bedacht auswählen. Ganz deiner Meinung. Aber ich bin ein mächtiger, gewiefter... Was? Freund dieses Orlogs! Wir kämpften und litten. Und doch leben wir. Es gibt eine neue Macht in Mordor. Euch! In den kommenden Tagen schlagen wir weitere Schlachten, erobern andere Festungen. Aber ab heute gehört Mordor euch. Mordor gehört dem hellen Herrscher! Jetzt haben wir in Mordor Fuß gefasst. Wir sollten unsere Abwehr stärken, bevor Sauron sich zurückholt, was er verloren hat. Es gilt noch viele Festen zu erobern. Und den Palantir in Minas Morgul. Wir müssen unsere nächsten Schritte mit Bedacht wählen. Kampf Mann gegen Mann. Wer gewinnt? Der helle Herrscher oder ein Nazgul? Wahrscheinlich der Nazgul. Aber der helle Herrscher steht von den Toten wieder. Eine Sache hätte ich fast vergessen, dir zu sagen. Du hast jetzt meine Festung, aber irgendwann wird die angegriffen. Aber wem sage ich das? Du hast sie ja selbst schon mal angegriffen. Hast du übrigens gut gemacht. Aber die Defensive ist nicht deine einzige Option. Du hast Späher, die feindliche Festungen ausspionieren können, um deine eigenen Angriffe vorzubereiten. Wie sagt man so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Und sorg dich nicht, wenn dir mal die Orks ausgehen. Solltest du neue Rekruten brauchen, rede einfach mit diesem Trottel namens Kopfjäger. Er besorgt dir welche. Oh, Schreck! Ich habe Waldläufer gar nicht gefüttert, bevor ich ging. Der wird übel drauf sein, ich muss sofort zurück. Ich komme, Waldläufer! Mein erster Aus... Dies sollte eine Zeremonienrüstung sein, doch sie scheint stabil genug. Ganz recht. Gondor hat zurzeit wenig Anlass zu Feierlichkeiten.
Hier werden nicht nur Ohrköpfe abgeschlagen, obwohl ich das wirklich gar nicht genug empfehlen kann. Nein, in den Kampfgruben stellst du auch deine Gefolgsleute auf die Probe und beobachtest, was sie mit anderen Typen anstellen. Hier gibt's ständig starke Orks zum Kämpfen und wenn deiner überlebt, macht ihn die Erfahrung noch stärker. Wenn er abkratzt, ja, dann hat der andere einfach mehr drauf, also wäre das ein potenzieller neuer Rekrut. Und egal wie der Kampf ausgeht, deine Jungs werden das Blutbad lieben. Nichts verleiht mehr Kampfgeist als ein paar Gefallene. Alter Verräter! Stirb! Geh dort drüber! Letzte Nacht hat mich nach Hause gefunden. Und? Hat es nicht Spaß gemacht? Grog getrunken, laut gelacht, Blut vergossen und Grog getrunken. Haha, die Kampfgrube ist unvergleichlich. Beeindruckende Festung. Wir nehmen ihnen ihre Feste und ihre Schätze. Zeig diesem Häuptling, wie nutzlos seine Verteidigung ist. Töte seine Orks, bevor sie Alarm schlagen können. Erzittere vor mir!
ist das nur für ein erbärmlicher Anblick? So viele meiner Jungs sind tot. Und nicht ein einziger bringt es fertig, den Alarm auszulösen. Anstrengungen, um mich rauszulocken, werden nun in Schmerz vergolten. Sehr viel Schmerz. Ich töte Menschen äußerst gern. Leider nur selten. Es dauert zu lange. Übernehmen das für ihn. Auf dem Schlachtfeld anheim, bis mich kriechende, windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Magen
krochen über mich und in mich hinein, fraßen das tote Fleisch von meinen Wunden. Jetzt sind sie bei mir, für immer. Eine kriechende, sich windende, ewige Qual! Das Monument wohl vermissen werden? Sie legen zu viel Wert auf materiellen Besitz.